Jetzt gibt es noch ein Video zur mündlichen Abiturprüfung Englisch und auch für Französisch. Und sozusagen allgemein, wie du Sprachen meisterst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Mein Name ist Leo Eckel und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du die Top-Abiturprüfungen zu deinem Traumnotchen kommst. And today we're talking about English and Palais Apollo Français. Ihr merkt schon, Englisch habe ich bis zum Abi genommen, Französisch nach der 10. abgewählt. Aber. Englisch und Französisch ist ja sehr, sehr ähnlich von dem, wie man sich am besten darauf vorbereitet. Und ich habe natürlich auch jemanden gefunden, der Englisch mündlich genommen hat und da auch eine 1 erzielt hat. Und deswegen habe ich wieder unsere beiden Tipps kombiniert. Das war übrigens wieder Daniel. Also gebt unbedingt nochmal einen Daumen hoch für Daniel. Der hat schon bei 2 Videos geholfen und hat zweimal eine 1 geschafft. Richtig korrekter Dude. Und jetzt starten wir direkt in die Tipps rein. Daniels Strategie für die mündliche Abiturprüfung in Englisch, was man sicherlich so auch auf Französisch übertragen kann, ist es, erstmal die ganzen Themenbereiche auswendig zu lernen. Also wirklich auswendig zu lernen. So, dass du einfach, wenn dann eine angefertigte Frage darauf kommt, du sie sofort beantworten kannst, du nicht lange rumüberlegen musst, du auch schon die richtigen Begriffe parat hast im Prinzip im Kopf und du nicht erst um Wörter ringen musst, um das Ganze gut zu formulieren, sondern du weißt im Prinzip direkt, was du antworten möchtest, und das hilft dir natürlich, gut in die Prüfung reinzustarten, hilft dir natürlich auch einfach für dich selbst so eine gewisse Sicherheit zu haben, dass es einfach etliche Fragen gibt, die du sehr, sehr gut bewältigen wirst, und das gibt dir einfach dieses Grundgefühl, dass du das Ganze einfach machen wirst. Und gerade in der mündlichen Abiturprüfung ist diese Selbstsicherheit, wie in meinem mündlichen Abiturprüfung Rocken Video auch schon erklärt, extrem wichtig. Und wenn du da dir natürlich so durch das auswendig Gelernte einfach schon so eine gewisse Basis, so einen gewissen Fundus an Sachen, die du einfach bei gezielten Fragen einfach raushauen kannst, sorgt es natürlich dafür, dass du wesentlich selbstbewusster auftrittst. Gleichzeitig rentiert es sich aber auf jeden Fall auch immer wieder aktuelle Dinge im Hinterkopf zu haben. Beispielsweise, wenn es um, was weiß ich, Waffengesetze in Amerika geht, und es war vor kurzem ein Amoklauf, dass man sowas einfach weiß. Einfach, dass man daran anknüpfen kann und so auch einfach neue Dinge reinbringt, was dann einfach zeigt, okay, der hat eben nicht nur das ganze Zeug auswendig gelernt, geht über den Stoff, der eigentlich verlangt wird, hinaus und qualifiziert sich so für die ganz hohen Punktzahlen. Ganz entscheidend ist es dann auch noch, dass du beispielsweise mit Karikaturen umgehen kannst. Daniel hat eine Karikatur in seiner Abiturprüfung bekommen und musste die analysieren. Und er meinte, er hat das einfach viel zu kurz analysiert. Das bedeutet, er hat es einfach nur ganz grob beschrieben und dann war es das im Prinzip schon, während die Prüfer aber eigentlich noch viel mehr von ihm erwartet hätten. Und wenn du im Vorhinein das schon übst und beispielsweise auch weißt, kann ja auch von Bundesland zu Bundesland wieder unterschiedlich sein, wenn du da einfach schon weißt, dass auch sowas bei dir drankommen kann, empfehle ich es dir einfach sehr, das zu lernen, weil du dann einfach schon damit umgehen kannst. Du kannst mal diese 3 Schritte, also ich weiß nicht, wie das genau man sich bei euch nennt, aber im Prinzip ja beschreiben, erklären, interpretieren. Und wenn du diese Sachen drauf hast, dann kannst du damit viel besser umgehen. Du kannst in der Prüfung dann auch mal länger erzählen, wenn du beispielsweise dir auch Zeit gewissermaßen kaufen möchtest. Oder wenn du einfach merkst, okay, der Lehrer ist mit dem, was du bisher gesagt hast, noch nicht ganz zufrieden, dass du dann einfach noch ein bisschen mehr erzählen kannst. Und das ist einfach total entscheidend, dass du wirklich so auch, ja, den Anforderungen gerecht wirst. Und das mit dem länger Sprechen ist gleichzeitig so eine schöne Sache an den ganzen Sprachen. Weil in der Regel kannst du vor allem zu diesen allgemeinen Themen immer was sagen. Weil auf Deutsch kennst du das Thema ja eigentlich schon oder zumindest gewissermaßen. Und selbst wenn du dann nichts Konkretes gelernt hast, musst du ja im Prinzip das, was du normalerweise auch auf Deutsch sagen würdest, wenn dich jemand zu diesem Thema befragen würde, einfach nur in die jeweilige Sprache übersetzen. Muss nicht heißen, dass es dann in deinem Fall perfekt ist, aber du kannst auf jeden Fall immer etwas sagen, und das ist total geil, sich das bewusst zu machen, dass es im Prinzip keine Frage gibt, wo du dann nichts sagen kannst. Das heißt, du kannst immer etwas antworten. Natürlich ist es schöner, wenn du schon was richtig gut ausformuliert auch irgendwo parat hast. Übrigens, lernt niemals ganze Antworten auswendig, das meine ich nicht. Einfach nur, dass du halt weißt, was bei einer gewissen Frage für eine Antwort verlangt ist. Aber selbst wenn du eben das nicht weißt, kannst du immer etwas antworten, und auch das sollte dir wieder mehr Selbstsicherheit haben, sodass du dieses Selbstbewusstsein auch einfach ausstrahlst. Und als 5. Tipp hat Daniel mir noch empfohlen, sich unbedingt auch mit den Lehrern abzusprechen, wenn die wirklich auch die sind, die die Aufgaben stellen, dass du sie fragst, was sie als relevant erachten, was für sie besonders wichtig ist. Weil vor allem, wenn du ein gutes Verhältnis zu deinen Lehrern hast, werden die dir schon erklären, was
für sie eine besondere Bedeutung hat. Und so kannst du dich im Prinzip auch wieder ideal darauf vorbereiten, weil der Lehrer beispielsweise sagt, naja, die zwei Blätter brauchen wir jetzt eigentlich nicht so. Oder vor allem das Thema ist mir besonders wichtig. Und dann kannst du eben das Erstere einfach in der Vorbereitung weglassen und dich auf das Zweitere wesentlich, wesentlich stärker vorbereiten, weil die Wahrscheinlichkeit einfach extrem hoch ist, dass der Lehrer eben genau zu dieser Thematik eine Frage formulieren wird und die kannst du dann auch ideal beantworten. Ich hoffe, dass euch das mega geholfen hat, ihr die Sprachen richtig gut mastern werdet und dann, was heißt viel Erfolg auf Französisch? Ich bin echt so schlecht in Französisch, Leute, es tut mir leid, auf jeden Fall wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg. Ich glaube an euch, wir beide sehen uns im nächsten Video, euer Leo. Tschüss wie Leo. Et j'ai 19 ans. Boom! Used to throw me curveballs in the hallway. Now I go yard, fuck what y'all say. And bitch, I go hard, fucking off day. One way, so I never go the wrong way.